Eine immer schwächer werdende Wirtschaft bei gleichzeitig hohen Zinsen, ist das wirklich so furchtbar bullisch? Eher nicht, oder? Genau das ist aber das, was wir derzeit sehen. Die Wirtschaft in den USA wird immer schwächer, aber die Inflation geht noch nicht nach unten. Das wird irgendwann wahrscheinlich passieren, wenn die Wirtschaft weiter sich abschwächen wird. Aber so oder so, wir haben jetzt ein Problem an den Märkten. Wir hatten ja vorher das Goldilocks-Narrativ. Die Wirtschaft bleibt okay, kühlt sich ein bisschen ab, aber weit entfernt von einer Rezession. Gleichzeitig aber geht die Inflation nach unten, weswegen die Fed dann die Zinsen senken kann. Jetzt haben wir, die Wirtschaft wird immer schwächer, aber die Inflation bleibt noch relativ hoch, weswegen es dauert, bis wahrscheinlich die Fed bereit ist, die Zinsen zu senken. Erst wenn sie eben sieht, dass diese Inflation dann nach unten kommt. Und das ist das Gegenteil eigentlich, das Goldilocks-Narrativ. Und wir sehen ja schon eine gewisse Nervosität an den Märkten. Wir haben Abverkäufe wie am Freitag und auch gestern, und dann kommt plötzlich zum Handelsschluss wieder eine solche Rallye, wie von Geisterhand gezogen. Wie oft kann man das noch halten, diese ganze Geschichte? Wir schauen uns mal ein sehr interessantes Setup an am heutigen Dienstag, wie bullisch die Dinge derzeit sind. Wir hatten ja gestern den ISM Manufacturing Index mit der schwächsten Headline seit Februar, mit den Preisen, die bei 57 nach wie vor stark wachsen, alles über 50 ist Wachstum, aber eben nicht mehr so stark wie zuletzt. Wir hatten vor allem, und das macht der Wall Street Sorge, die niedrigsten Auftragseingänge seit Mai 2023, also seit einem Jahr. Employment dagegen war relativ gut, aber man macht sich eben Sorgen über diese ausbleibenden Aufträge, und wir sehen in Reaktion unter anderem auf die ISM-Daten, sinkt der GDP Now Tracker, der Atlanta Fed, immer weiter. Der war noch vor ein paar Wochen bei über 4%. Jetzt sind wir mal eben nur noch bei 1,8%. Wir sehen also hier sozusagen, wie stark jetzt die Erfassung des BIPs den Daten angepasst wird. Letzte Woche waren wir noch bei 2,7%. Wir sehen, wie das Ganze hier nach unten geht, mal hier in diesem Chart. Also relativ schnell eine gewisse Ernüchterung. Und die Märkte reagieren darauf, zum Beispiel Öl, das gestern ja ziemlich dicke auf die Nase bekommen hat. Da sind wir jetzt so tief wie seit Wochen nicht mehr. Dazu dann auch die Meldung kürzlich, dass die Dieselnachfrage in den USA sehr, sehr schwach sei. Und das ist ja schon ein gewisses Anzeichen, denn mit Diesel werden meistens ja LKWs betrieben. Diese LKWs transportieren Güter. Wenn also die Nachfrage nach Diesel gering ist, dann heißt das wahrscheinlich, dass eben auch weniger Güter transportiert werden, was ein Zeichen für die Schwäche der Wirtschaft ist. By the way, die Amerikaner sind jetzt der Ölproduzent nicht nur Nummer 1, sondern Amerika, USA ist das Land, das so viel Öl produziert wie noch nie ein anderes Land vorher in der Geschichte der Menschheit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber wie auch immer, wir sehen, dass wir jetzt die schwächste Vier-Tages-Strecke haben bei den Commodities seit diesem Jahr. Also da ist durchaus jetzt was nach unten gekommen. Natürlich vor allem auch durch den Abverkauf bei Öl getrieben, der auch zu tun hatte mit dieser OPEC-Haltung. Wir haben dann gestern Abend von der FDIC erfahren, dass 63 Banken wohl on the brink of insolvency sind, also am Rande der Insolvenz. Nun, weil sie unrealisierte Verluste haben. 517 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten schlummern in den Bilanzen der Banken. Die kamen da rein, weil die guten Banken, wie gewünscht von den Regulatoren und quasi beauftragt, Staatsanleihen gekauft haben, als die Renditen bei Null waren. Und die Kurse sind sehr, sehr hoch. Und jetzt sieht man, dass eben die Renditen deutlich gestiegen sind und die Kurse deutlich gefallen sind. Das sind Buchverluste, die man nicht realisieren musste bislang, aber die dennoch eben in diesen Depots oder in diesen Bilanzen schlummern. Und wir sehen gestern zum Beispiel ein ziemlich negativer Tag, gerade für so Regionalbanken, die gestern wieder ganz schön eins auf die Mütze bekommen haben, die ja nicht mehr dieses BTFP-Programm haben, also wo sie mal eben sich Geld hinzufügen können zu ganz okay Konditionen. Jetzt auf jeden Fall sehen wir also, dass die Wirtschaft offenkundig sich deutlich abschwächt in den USA. Kann die Fed jetzt die Zinsen anheben? Eher nicht. Wir haben jetzt aktuell, die Fed hat ihre sogenannten Inflation Persistence
oder Maßstäbe? Also damit will man messen seitens der Fed, wie dauerhaft, wie hartnäckig ist die Inflation? Hat man jetzt aktuell deutlich nach oben revidiert, die sogenannte Multivariate Core Trend? Also das ist sozusagen wie dauerhaft, wie hartnäckig, wie klebrig ist diese Inflation? Jetzt hat man hier den Januar revidiert von 3,0 auf 3,3%, den Februar von 2,7 auf 3,1, den März von 2,6 auf 2,9, April ist jetzt 2,8. Also wir sehen, die Fed gibt zu, diese Inflation ist irgendwie hartnäckiger und das bedeutet, dass man eben die Zinsen nicht so eben senken kann. Wir haben ja in diesem Jahr noch bisher keinen Monat, wo die Inflation unter plus 0,3% gewesen ist. Das sind alles sehr hohe Zahlen in Relation zum Vormonat und jetzt werden wir auch in Sachen Vorjahresmonatszahlen eben sehen, dass die höher ausfallen werden, schlichtweg, weil die Latte immer tiefer gelegt wird, als eben vor einem Jahr dann die Inflation runterkam. Das heißt, es ist leichter, über diese tiefer gelegte Latte zu springen in gewisser Weise. Also jetzt kann eben die Situation entstehen, wie hier ein Analysehaus sagt. Ein potenzieller Unfall braut sich hier zusammen, denn die Ökonomie wird, die Wirtschaft wird immer schwächer und zwar deutlich schneller schwächer, als die Inflation nach unten geht. Weswegen die Fed sich sagt, naja, wir können jetzt die Zinsen nicht so schnell und vor allem nicht so viel senken, aber die Wirtschaft bräuchte jetzt vielleicht diese Zinssenkung, auch wenn natürlich die Exzesse durch diese Liquidität nach wie vor zu stark sind. Wir sehen es gestern an GameStop, dazu gleich mehr. Aber wir haben gesehen, dass die Renditen gestern deutlich gefallen sind, dass der Ölpreis deutlich gefallen ist und Mohammed El-Erian sagt, ja, das zeigt die Sorge über die US-Wirtschaft, the engine of global growth, also die globale Wachstumslokomotive. Wir sind, wie gesagt, bei Öl wie auch bei den Renditen deutlich nach unten. Beides hängt meistens zusammen. Heute haben wir wichtig die JOLTS, die offenen Stellen in den USA und hier sehen wir mal einen Vergleich mit den Jobangeboten, die auf Indeed gepostet werden, also dieser Jobplattform, geht meistens einher mit den JOLTS, also mit den offenen Stellen. Wir dürften daher eher eine, naja, moderat schwache Zahl sehen, wenn heute um 16 Uhr, das ist das einzige wichtige Konjunkturdatum heute, die Zahlen dann kommen. Hier sehen wir übrigens mal das, was die Finanzialisierung sozusagen dieser Welt ist, vor allem in den USA ist. Hier sehen wir mal den S&P 500 und den Truck-Tonnage-Index, also sozusagen wie viel mit LKWs transportiert wird, wie viel Ware. Und wir sehen, das war jahrzehntelang, gab es da eine klare Parallelsituation zwischen diesen Dingen, also dass faktisch, also die Aktienmärkte auf die Wirtschaft reagiert haben. Hier sehen wir, das entkoppelt sich in Corona komplett ab. Hier gehen die Tonnagen latent nach unten, seitwärts bis leicht nach unten, aber die Aktienmärkte deutlich nach oben. Hups, kann das damit zu tun haben, dass die Geldmenge deutlich gestiegen ist. Wir hatten ja gesehen, dass die Geldmenge zurückging. Auch die Aktienmärkte dann zurückgingen, zunächst mal 2022 mit der Anhebung der Zinsen in den USA und dann später auch in Europa und anderswo. 2023 haben wir dann gesehen, dass die Geldmenge Ende 2023, Oktober 2023 beginnt die Geldmenge wieder zu steigen. Daraufhin steigen die Kurse. Das Ganze wird gerechtfertigt durch dieses Goldilocks-Narrativ. Oh, robuste Wirtschaft, aber Inflation geht wundersamerweise nach unten, weswegen die Fed die Zinsen senken kann, etc. etc. Das ist sozusagen das der Rechtfertigungsmythos gewesen, um diese Liquiditätsrallye zu verargumentieren. Aber es entspricht eben nicht der Realität und so sehen wir das anders als 2021, wo wir jetzt ja praktisch auf Allzeithoch sind oder in der Nähe, viel weniger Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, also viele Aktien repräsentieren diese latente Schwäche und das sehen wir auch jetzt gerade in letzter Zeit, zyklische Werte, also die sehr konjunktursensitiv sind in Relation zu defensiven Werten, da hatten wir gestern zum Beispiel die zweitschlechteste Session of the Year, also zweitschlechtester Handelstag von Zyklikern in Relation zu defensiven Aktien, wie kommt denn sowas? Und wir sehen auch hier, ich hoffe, Sie können es erkennen, Nasdaq in Relation zu S&P, also Triple Q zum SPY.
Und da sind wir durchaus schwächer beim Nasdaq. Heute übrigens der Tag mit der geringsten Volatilität, glaubt man den Optionsmärkten, nur 0,61%. By the way, die Buybacks, die dürften jetzt bald zum Ende kommen. Das Fenster schließt sich jetzt relativ rasch, aber das nur nebenbei. Gott sei Dank haben wir ja die Top 5 Companies, die jetzt für 27% der gesamten Marktkapitalisierung stehen. Also Microsoft nie wieder, Apple, Alphabet und Amazon. Tesla fehlt, ja wo sind denn die? Hm? Naja, die fangen halt nicht mit A, mit N oder mit M an, deswegen sind sie da nicht dabei, ganz einfach. Ja, das muss man aber ganz klar sehen, so viel war das also noch nie, dass so wenige Aktien so stark eben gewichtet waren. Gut, jetzt haben wir die Situation, dass die einen Gold suchen, unfassbar viel Geld dafür ausgeben, die Microsofts und die Apples und die Alphabets und wie sie alle heißen. Und dann haben wir die Schaufelverkäufer, die sagen, naja, wir haben ja nicht gesagt, dass ihr mit dem Goldsuchen reich werdet. Wir wissen nur, dass wir mit dem Schaufelverkaufen reich werden. Genau das ist das Spiel, das derzeit läuft. Ein Milliardengrab, so wie es aussieht, das die Wunschträume nicht erfüllt. Wir sehen jetzt auch Chips, Semiconductors, also in der Gewichtung im S&P 500 Software überholt haben. Hier sehen wir rechts mal die Performance in letzter Zeit. Krass auseinanderdivergierend. Wie wir hier gesehen haben. Gestern haben wir einen Flashcrash bei einigen Aktien gesehen, unter anderem Berkshire Hathaway. Und hier hat einer auf Wall Street Bets zum Beispiel geschrieben, naja, ich habe eine 186er Kauforder bei Berkshire Hathaway und bin gefüllt worden, allerdings zu einem Preis von 648. Also um und bei das Vierfache höher. Jetzt sagt er, habe ich aber gar nicht das Geld, die Marge, um diese hohe Summe hier zu bezahlen mit meiner Order. Und das ist eben genau das Problem, da bin ich mal gespannt. Sind da Stop-Losses ausgelöst worden, als zum Beispiel Berkshire Hathaway auf $185 gefallen ist, damit über 99% verloren hat. Das wird heute noch ziemlich interessant, hier die Aufklärung. Interessant wird auch das, was heute mit GameStop und Roaring Kitty passiert. Roaring Kitty hat ja immer wieder jetzt gepusht, GameStop, dann gab es immer wieder diese Rallye, die hier passiert ist, also dieser Blogger jetzt sagt E-Trade, also wir überlegen den zu verbannen, diesen Roaring Kitty, denn wegen Marktmanipulation, genau das ist ja der Fall. Und das Interessante ist, dass dieser Mann wahrscheinlich gesponsert ist, dazu gleich mehr. Jedenfalls gibt es jetzt auch Anklagen gegen Ken Griffin, Citadel, Robinhood und andere wegen Marktmanipulation, beziehungsweise man lässt es eben zu, dass die Märkte manipuliert werden, zum Beispiel bei den Aktien AMC und der GME, also GameStop. Hier hat ein in den USA bekannter Anwalt jetzt die Anklage erhoben. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu Roaring Kitty, dann sehen wir, dass das offenkundig so ist, dass jemand ihn da unterstützt. Also faktisch dürfte es so sein. Man weiß, dass einige Hedgefonds short sind in GameStop. Also es gehen andere Hedgefonds her und sagen, naja, die werden wir richtig an die Wand klatschen mit Käufen in GameStop. Dann wird Roaring Kitty wieder aktiviert mit diesem Post. Daraufhin schießt die Aktie nach oben, die Short-Hedgefonds verlieren massiv Geld, gestern $1 Milliarde und dann fällt der Kurs wieder wundersamerweise. Gestern sind wir ja auf 46 gestiegen bei GameStop und dann auf 28 gefallen. Ich bin gespannt, wie der Kurs heute reagiert, denn wir werden sehen, wie die ganze Geschichte da rausläuft. Das Roaring Kitty Motiv dürfte jetzt erstmal kaputt sein. Ziemlich kaputt auch die Märkte in Mexiko, by the way, nach der Wahl von Claudia Sheinbaum, die jetzt als erste Frau ja mexikanische Präsidentin ist, eine linke Agenda hat und die Märkte fürchten, uiuiui, das könnte unschön werden, der Peso 4,5% verloren, der Aktienmarkt an diesem ETF hier etwa 11%, also ziemlich heftige Nummer, das ist sozusagen das Gegenteil von Milei in Argentinien, ist hier wieder der eher linke sozialistische Versuch, die Dinge hier anzugehen. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, habe ich für Sie heute. Nochmal zu dieser Softwarepanne. Ich vermute, das ist eine Vermutung von mir, die Geschichten wurden ja umgestellt in den USA, das Clearing wurde umgestellt, man muss jetzt schon innerhalb eines Tages oder ein Tag hat man nur noch,
um Trades zu setteln, und das waren vorher 2 Tage möglicherweise, ist da etwas schiefgelaufen, weswegen wir dann solche Geschichten gesehen haben wie bei Berkshire Hathaway, der Aktie. Was genau ist da passiert? Dieser Artikel mit Material von Bloomberg zeigt, was da abgelaufen ist. Bitte gerne weiterempfehlen. Und die 2. Empfehlung, die wunderbaren Umweltauflagen, die von der EU uns vorgeschrieben werden, führen zu einem massiven Wertverlust, unter anderem bei Immobilien, unter anderem bei Gewerbeimmobilien. Das heißt, wir schneiden uns selbst massiv ins Fleisch mit völlig unsinnigen und letztendlich auch das Weltklima nicht rettenden Regularien, was das Ganze hier für diesen Bereich bedeutet, der ohnehin ja in Stress ist, aufgrund der fallenden Gewerbeimmobilienpreise, erfahren Sie im 2. Artikel, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich es erst, ciao.